Hallo und herzlich willkommen, ihr seid richtig hier auf Optionsstrategien TV und heute geht es um Kinokarten, was dahinter steckt und was wir aus einem Kinobesuch lernen können. Also ich war gestern Abend, heute ist Montag, ich war gestern Abend mit meiner Frau im Kino und zwar wir haben uns einen, wie ich finde, doch ganz tollen Film angeschaut, nämlich... Hier, Steve Jobs, also der quasi Erfinder oder der Mann hinter Apple. Und es ist ein wirklich interessanter Film, weil auf der einen Seite erfährt man natürlich ein bisschen mehr über die Historie von Apple, der Firma, die heute die teuerste, die wertvollste Firma der Welt ist. Ich bin selber auch, ich gucke gerade mal, also ich bin ja auch so ein klassisches Apple-Opfer, ne? Also hier iPhone, ich habe ein iPad, ich habe, was habe ich denn noch? Ich habe natürlich Apple-Aktien, leider nicht genügend oder nicht zu viele, aber ich schreibe natürlich auch sehr viele Optionen immer auf Apple, weil es einfach eine wahnsinnig tolle, liquide Aktie ist. Und der Film, wie gesagt, ganz interessant, er spielt eigentlich immer nur, es gibt nur drei, im Grunde drei richtige Szenen, in denen er spielt, nämlich Präsentationen, einmal so einen ganz alten, der erste Macintosh, dann als Steve Jobs aus der Firma herausgeflogen ist, als er dann Next gegründet hat und das dritte dann, als er dann letztendlich den nächsten, den Apple vorstellt, der dann wirklich die Wende gebracht hat, der dann Apple ganz nach oben gebracht hat. Und das Interessante an dem Film ist eigentlich, vom ganzen Filmischen mal abgesehen, dass man hier in diesem Film eigentlich sehr schön erkennt, dass wenn man so erfolgreich sein möchte wie dieser Mann, dass man da einfach anders strukturiert sein muss als wir alle. Und ich nehme mich da jetzt auch ganz bewusst mit rein, denn den Erfolg, den dieser Mann, gehen wir jetzt mal zumindest davon aus, dass er den finanziellen Erfolg, den dieser Mann hatte und den Erfolg, den der Mann hatte, indem er seine Ideen umgesetzt hat, den werde ich nicht haben und ich möchte den aber auch nicht haben, denn, und das zeigt dieser Film auch ganz schön, solchen Erfolg auf einem Gebiet, den schafft man eben auch nur, wenn man auf anderen Gebieten wirklich fast schon so ein wenig, wenn man, sagen wir es mal anders, wenn man eben extrem fokussiert ist auf dieses eine Ziel und dabei alles andere aber auch komplett hinten runterfallen lässt. Und dazu gehören auch soziale Beziehungen, dazu gehört Familie, dazu gehört Gesundheit und so weiter und so fort. Und das war sehr schön in diesem Film zu erkennen. Deswegen, mir hat der Film sehr gefallen und ich kann euch nur empfehlen, geht dahin, schaut euch das mal an. Es wird jetzt sicherlich nicht so dieser riesen Erfolg werden, aber es ist toll gespielt, also muss man echt sagen. Und es bringt uns natürlich aber zu einem Punkt, nämlich, dass wir sagen müssen, okay, wenn man sich das Ganze anschaut, erkennt man eben eigentlich das, was ich schon sagte, nämlich, wenn du in einem Bereich Erfolg haben möchtest, dann musst du bereit sein, diesem Erfolg alles andere unterzuordnen. Und jetzt müssen wir für uns selber einfach auch immer mal entscheiden, wollen wir das? Also viele von uns haben natürlich die Vorstellung, ich möchte so reich und erfolgreich werden wie Warren Buffett oder ich möchte so viel Geld verdienen wie einer von diesen Hedgefonds-Jungs da in Chicago oder New York oder London oder ich habe da vielleicht irgendeinen Optionshändler kennengelernt, der da im Monat $200,000 verdient und das möchte ich auch mal. Und da muss man sich aber ganz bewusst machen, und da hilft dieser Film sehr, dass dieser extreme Erfolg, den solche Menschen haben, wirklich nur funktioniert, indem diese Menschen 24 Stunden am Tag für dieses eine Ziel leben. Das heißt, die akzeptieren erstens keinerlei andere Meinungen, die haben eine Meinung und nur diese zählt. Die leben auch für nichts anderes. Das heißt, auch wer die Biografie von Warren Buffett beispielsweise gelesen hat, natürlich sagt man jetzt immer so aus Spaß, das wäre toll, wenn das mein Papa wäre, ne? So mit 80 Milliarden auf dem Konto. Aber ich glaube, für dessen Kinder war das alles andere als schön, denn
der hat ja wirklich den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als sich um seine Firma gekümmert. Das heißt, er hat Bilanzen gelesen, der hat sein Wall Street Journal gelesen und nochmal Bilanzen gelesen und nochmal Bilanzen gelesen. Also der hat nur diese Dinge getan. Der hat weder mit seinen Kindern mal irgendwas gespielt, noch hat er mit denen irgendwelche Ausflüge gemacht, noch hat er Urlaub gemacht, noch hat er von seinem dann schon vorhandenen Wohlstand irgendetwas abgegeben an seine Frau oder Familie, weil er es eben immer wieder investieren wollte. Das heißt, die hatten alles andere als ein schönes Leben. Und jetzt müssen wir für uns einfach entscheiden, jeder für sich selbst, wollen wir auch so leben? Und ich persönlich möchte nicht so leben. Also ich möchte nicht meine Familie hinten runterfallen lassen, damit ich hier im Geschäft ein paar tausend Euro, ein paar hunderttausend Euro mehr verdiene im Jahr. Ich möchte natürlich auch Erfolg haben. Ich möchte mit meinem Trading Erfolg haben. Ich möchte mit meiner Coaching-Firma Erfolg haben. Ich möchte mit meinen Beteiligungen Erfolg haben. Aber das darf natürlich nicht auf Lasten der Familie, der Gesundheit oder andere Dinge gehen. Aber, und das sage ich jetzt gleich dazu, das ist meine persönliche Entscheidung. Wer das anders entscheidet für sich und sagt, ich möchte aber eben ein Weltunternehmen aufbauen, ich möchte der beste und tollste Trader der Welt werden, da kann ich das absolut verstehen. Ich würde das auch jederzeit unterstützen, denjenigen, wenn ich ihn irgendwie unterstützen kann. Also wenn von euch einer der Meinung ist, er baut die nächste Apple auf und braucht für seine Garage noch 500 Euro, gebe ich für 20%. Aber Spaß beiseite. Also ich akzeptiere, wenn jemand anders leben will. Man muss aber natürlich eins ganz klar erkennen. Wenn ich nicht bereit bin, solche extremen Opfer zu erbringen, wie es diese Leute getan haben. Und wie gesagt, man muss die ja nicht bedauern, sondern man muss es einfach anerkennen, dass die für ihr Leben entschieden haben, das dieser einen Sache unterzuordnen. Dann muss man eben auch akzeptieren, wenn ich das eine nicht tue, kann ich das andere nicht erwarten. Also das heißt, jetzt übertragen wir uns das mal aufs Trading oder speziell auf unseren Optionshandel, wenn ich eben nicht bereit bin, gewisse Dinge zu tun, kann ich auch die Ergebnisse nicht erwarten. Und jetzt müssen wir immer unterscheiden, bin ich bereit, sehr, sehr viel zu tun, dann kann ich auch im Laufe der Zeit sehr, sehr, sehr viele Ergebnisse erwarten. Und wenn ich nicht bereit bin, so viel zu geben, dann werden die Ergebnisse entsprechend kleiner ausfallen. Und wer gar nicht bereit ist, irgendetwas zu tun, der wird gar keine Ergebnisse haben. Und jeder muss für sich jetzt herausfinden, wo will er sein? Zwischen ich mache überhaupt nichts und ich mache extrem viel. Ich mache nur noch 100% das eine. Wo ist dann dieses persönliche, das heißt jetzt so neudeutsch, was ich blöd finde, aber dieses Work-Life-Balance, ne? Also was ist mir wichtig? Und Erfolg im Trading hat sehr, sehr viel mit Einsatz auch zu tun. Erfolg im Optionshandel hat sehr viel mit Einsatz zu tun. Und eines haben wir uns dann gestern Abend unterhalten, kam mir dann noch so in den Sinn, was hier sehr schön beschrieben war, Steve Jobs hat wahnsinnige Rückschläge erlitten. Also der war schwer reich schon, hat es aber wirklich nicht mehr gemacht wegen dem Geld, weil dann hätte er schon vor 30 Jahren oder 20 Jahren hätte er eher aufhören können, sondern er hat es gemacht, weil er eine Vision hatte. Und diese Vision hat er umgesetzt. Und der hat riesen Rückschläge. Der ist aus seiner eigenen Firma, die er mitbegründet hatte, ist herausgeschmissen worden. Sein Produkt, von dem er gedacht hat, es ist jetzt das Allertollste und Beste auf der Welt. Er hat geglaubt, das verkauft sich 1 Million Mal in den ersten 90 Tagen. Das hat sich, glaube ich, 30.000 Mal verkauft. Dann hatten die irgendwie geplant, 20.000 Stück im Monat, 500 Stück insgesamt haben sie verkauft. Und all das sind ja wahnsinnige Rückschläge. Und trotzdem ist er dran geblieben und hat weitergemacht. Und vielleicht so als kleine Analogie zu unserem Optionshandel, auch da gibt es immer mal Rückschläge. Da gibt es Tage, da fühlst du dich am Tag noch zuvor wie der Superhero und denkst, jetzt habe ich es endlich begriffen, ich weiß, wie es funktioniert. Und dann kommt der Tag, es kommt irgendwie ein Drawdown und du hast plötzlich wieder was verloren. Und aber dann kommt es eben darauf an, ob du an dieser Stelle weitermachst. Oder ob du dann sagst, na, das ist alles Mist und ich mache jetzt was anderes. Und wenn wir es mal wieder hier auf Steve Jobs übertragen. Stellt euch vor, der hätte beim ersten Rückschlag gesagt, naja gut, Computer ist blöd, gehe ich irgendwie in die Immobilienwirtschaft. Und wenn es da nicht so funktioniert hätte, okay, dann gehe ich wieder irgendwo hin und mache irgendwie ins Restaurant-Business. Und wenn das nicht funktioniert, manage ich Sportmannschaften oder irgendwas. Alle Menschen, die erfolgreich geworden sind, sind in ihrem Business trotz oder gerade wegen der Rückschläge dabei geblieben. Und deswegen freut euch auch, wenn ihr mal einen Rückschlag habt. Natürlich ist es nicht schön, aber man lernt ja aus diesen Rückschlägen. Und wenn ihr zum Beispiel jetzt im Optionshandel
irgendwie einen Rückschlag habt, indem ihr sagt, ah, jetzt habe ich die Volatilität falsch eingeschätzt oder ich war zu hoch gehebelt und irgendwas, dann ist das nichts Schlimmes, solange ihr daraus etwas lernt. Solange wir alle daraus aus unseren Fehlern lernen. Und ich werde euch demnächst meinen größten Fehler im Optionshandel mal in einem Video erzählen. Der eine oder andere kennt ihn schon, aber es ist nichts Schlimmes dabei. Es ist passiert, in dem Moment war es für mich eine Katastrophe. Jetzt, ein paar Jahre später, kann ich drüber lachen, weil ich was gelernt habe. Und wir müssen Fehler machen, aber wir müssen natürlich dann aus diesen Fehlern was lernen und wir dürfen dann nicht die Flinte ins Korn schmeißen und sagen, okay, jetzt mache ich plötzlich was ganz anderes, weil Optionsschreiben ist total blöd und vielleicht ist ja doch Daytrading besser für mich oder irgendwas anderes. Ne? Also man muss schon bei einer Sache bleiben und das fand ich das Tolle an dem Film. Das hat man wirklich bei ihm, das ist, glaube ich, das, was man sich abschauen kann im positiven Sinne. Andere Dinge möchte ich mir von ihm nicht abschauen und das ist auch wichtig, wenn er das macht. Dass wenn ihr irgendwie ein Vorbild habt, wo ihr dann sagt, okay, Mensch, so wie der das macht, finde ich das toll, dann pickt euch das raus, was für euch an dem interessant ist. Was ihr natürlich nicht machen könnt, der sagt, okay, ich will genauso viel Geld verdienen wie der, aber will nicht die Arbeit machen. Aber wenn er sagt, okay, der macht das in dem speziellen Art und Weise, macht er so und das will ich jetzt genauso machen, dann ist das gut. Ihr müsst den nicht komplett, ihr müsst niemanden komplett kopieren, um erfolgreich zu sein. Das war es halt mal, ein kleiner Ausflug in die Welt des Kinos. Ich habe mir gestern noch weitere Kinokarten gekauft und zwar für Star Wars. Jetzt glaube ich allerdings nicht, dass ich mir bei Star Wars auch, dass ich da auch so ein Video machen werde und das was übers Trading lernen werde. Allerdings, ich gucke mal gerade was, ich sitze nämlich gerade an meinen Rechnern. Disney ist bloß ein paar Prozent unter seinen Allzeithochs. Vielleicht kaufe ich mir ja noch ein paar Disney-Aktien, weil es ist schon gigantisch, dass ich mir mal wirklich im Vorfeld 6 Wochen im Voraus ein paar Kinokarten kaufe und ich war gestern nicht der Einzige. Also die Kinos sind wirklich, dieser Film läuft gigantisch und es wird wohl nicht nur bei uns so sein, sondern überall weltweit. Also ich glaube, die verdienen da richtig viel Geld. Vielleicht sollte man sich das mal anschauen. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Wenn ihr mehr wollt, dass ich euch auch mal so ein bisschen mehr Einblicke gebe hier aus meinem Abseitsleben des Tradings, wenn wir mehr über solche Dinge sprechen sollen, dann schreibt mir das in die Kommentare rein. Schickt mir eure Ideen, Anregungen, entweder per E-Mail oder wie gesagt in den Kommentaren auf Facebook, wo auch immer ihr uns findet. Und dann machen wir das. Euch bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Wir sehen uns wieder. Bis dahin. Servus. Macht's gut. Bye, bye.